Also jetzt gibt es den ersten Vortrag hier von Stefan Witschereck über Rendering im Notebook und externe Grafikkarten. Jo, ich glaube, ich brauche das nicht. Ich bin Psycho im Forum, ja, und ich würde euch gerne ein paar Sachen über externe Grafikkarten berichten. Wenn man hier an dem Aufbau vorne auch sieht, haben die meisten wahrscheinlich schon angeschaut, kann man externe Grafikkarten an Notebooks anschließen, um ein bisschen mehr Dampf vom Rendern zu haben. Ich gehe jetzt ein bisschen auf die Vor- und Nachteile ein, zeige, was das Ganze kostet, wie viel Leistung man da rauskriegt und schilder so ein bisschen meine Erfahrung mit der ganzen Geschichte. Ich glaube, ich habe 45 Minuten Zeit, ja, wird schon laufen. Wenn ihr Fragen habt, stellt die einfach zwischendurch. Ich habe keine Lust durchzureden und dann sitzt da einer die ganze Zeit und so, weiß ich nicht. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach und am Ende ist auch noch Zeit. Gut. Ich hoffe doch, dass es jetzt einfach funktioniert. Es funktioniert. Das ist gut. Also ich würde erstmal kurz darauf eingehen, warum sind Notebooks eigentlich geil? Notebooks sind ja voll super, weil man ist total mobil. Also ein Desktop-Rechner umstellen ist einfach voll unpraktisch. Notebooks sind inzwischen einfach schnell genug, um damit alle Sachen zu erledigen, die man so machen will. Mit SSDs sind sie auch richtig flott beim Laden und so. Da ist inzwischen genug RAM drin, also 8, 16, 32 GB, dass man einfach keine Probleme mehr hat, auch große Szenen zu laden. Und wie gesagt, Mobilität ist einfach ein ganz großer Punkt. Man braucht nicht zwei Rechner, sondern mit einem Notebook kommt man inzwischen ganz gut klar. Gleichzeitig sind Notebooks auch ziemlicher Mist. Das liegt einfach daran, dass Notebooks mit Grafikkarten, und zwar mit dicken Grafikkarten, richtig teuer sind, kurze Akkulaufzeiten haben und eigentlich nicht so das sind, was man eigentlich haben will. Ich habe hier mal so einen Vergleich gemacht. Ich habe hier zwei Notebooks ausgesucht, die ungefähr gleichwertig sind. Das linke ist ein Dell Vostro. Beides sind 14 Zöller. Ich empfinde 14 Zoll ist so die optimale Größe, wenn man mobil sein will. Die sind vom Prozessor her gleichwertig. Der rechte hat zwar einen Haskell-Prozessor, aber der ist von der Leistung her genauso. Selber RAM, der linke hat irgendwie 6 Stunden Akkulaufzeit, der rechte 1,5 oder so. Der Vostro ist erheblich stabiler, es hat ein Business-Notebook, das heißt, das Gehäuse ist besser verarbeitet und so weiter. Ja, wenn man sich die Preise anguckt, dann kostet der Vostro 629 Euro und der Alienware kostet fast 1500 Euro. Also über das Doppelte. Und da habe ich mich halt gefragt, ist das eigentlich gerechtfertigt? Nur dafür, dass der Alienware hat halt der Bildschirm ist auch gleichwertig, hat halt einfach eine dicke Grafikkarte und hat halt irgendwie so ein bisschen die Alienware, den Fame, der mit Alienware verknüpft ist. Ja, und ich fand irgendwie 700 Euro für eine Grafikkarte, nur damit mein Notebook eine Grafikkarte hat, und dann habe ich eine scheiß Akkulaufzeit und sehe aus wie so ein Troll die ganze Zeit mit meinem Alienware da vorne. Das muss doch auch irgendwie anders gehen. Ja. Deswegen habe ich mir geschaut und in China gibt es Leute, die haben total crazy Ideen. Zum Beispiel wäre doch total super, wenn ich eine Grafikkarte ans Notebook anschließen könnte. Klingt erstmal ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, die Seite heißt hbtools.com oder .net. Gibt es dieses geile Kit hier. Ich erkläre mal kurz, was da so drin ist. Also hier oben, die Grafikkarte ist da nicht dabei, die muss man sich selber shoppen. Ich habe jetzt eine GTX 660 genommen. Dann kriegt man diese coole Platine hier. Auf der Platine ist einmal ein ganz normaler PCI Express X16 Slot. Und halt diese 4 Micro-HDMI-Stöpsel. Und dazu kriegt man noch ein Micro-HDMI-Kabel und so einen Express-Card-Adapter. Dazu muss man wissen, Express-Card in eurem Notebook ist eigentlich nichts anderes als PCI Express X1 oder X2, also First oder Second Generation, mit ein oder zwei Lanes bestückt. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich habe bei mir jetzt Generation 2, also Second Generation PCI Express mit einer Lane. Die Datenübertragungsrate von PCI Express liegt bei einer Lane und Generation 1 bei 2,5 Gigabit, also ungefähr das 2,5 von Gigabit LAN. Und damit kann man schon externe Grafikkarten anbinden. Je mehr Link man hat, also je mehr Daten man überschieben kann, desto schneller wird auch die Grafikkarte. Problem ist halt, so eine moderne Grafikkarte, zum Beispiel die ich hier liegen habe, hat einen PCI Generation 3 X16 Link. Also 10 Gigabit mal 3, 10 Gigabit mal 16, also 160 Gigabit, theoretisch, Datenübertragungsrate. Und ich kann ihr jetzt eigentlich nur 5 geben. Also da ist davon auszugehen, dass die Performance ein bisschen runtergeht. Noch schlimmer wird es, wenn man den Bildschirminhalt nur auf dem Notebook haben will und nicht wie jetzt hier auf dem Beamer. Dann müssen nämlich alle Bildinformationen, die von der Grafikkarte gebrochen werden, durch dasselbe Kabel auch wieder zurück. Und das Kabel ist jetzt keine besondere Hyper-Spezialanfertigung, sondern das Kabel, was man dabei kriegt, also bei mir steht With Network drauf. Das ist einfach ein ganz normales Standard-Micro-HDMI-Kabel, wie man es im Mediamarkt für 5er kaufen könnte. Aber das muss wohl ausreichen, um einfach diesen Generation 1 PCI Express-Link zu übertragen. PCI Express, ich weiß nicht, kennt sich jemand mit der Technik ein bisschen dahinter aus? Ja, also PCI Express ist ein Hochgeschwindigkeitsbusstandard,
der meiner Meinung nach so der absolut crazyste Standard ist, den es auf dem Markt gibt. PCI Express macht nämlich so Späße wie zum Beispiel, also das sind ja ungeschirmte Leitungen, die normalerweise im Mainboard liegen und man hat übelstes Übersprechen und so. Deswegen modifiziert die Senderseite der Signale die Signale so, dass sie richtig beim Empfänger ankommen. Also da gibt es am Anfang so ein Handshake und das ist alles super kompliziert und super awesome und kann man sich stundenlang drüber einlesen. Der essentielle Punkt ist nur, wir übertragen jetzt hier eigentlich gerade das 2,5-fache von Gigabit LAN über so ein ungeschirmtes Kabel, das eigentlich gebaut wurde, um Fernseher anzuschließen. An der Karte hier, ihr seht schon, gibt es 4 so Mikro-HDMI-Anschlüsse. Das ist deswegen, weil viele Notebooks haben ja nicht nur eine Express-Karte, sondern zum Beispiel auch noch eine WLAN-Karte. Und es soll Leute geben, die meinen, dass eine WLAN-Karte total unnütz ist, bauen die dann aus und dann kann man da noch zusätzliche Stöpsel dran machen. Also es gibt noch zusätzliche Adapter für Micro-PCI-Express, Express-Karte, dann gibt es glaube ich noch. Gibt es noch welche für normales PCI-Express, also für einen Rechner, wofür man die genau benutzen soll, ist mir noch nicht so ganz klar. Kann ich die Grafikkarte direkt einstecken? Naja. Zusätzlich ist noch klar, braucht man ein Netzteil, weil aus dem Express-Card kommt ungefähr überhaupt gar kein Strom. Und meine Grafikkarte, die ich jetzt hier habe, hat glaube ich eine TDP von 180 Watt oder so. Das ist mehr als mein Notebook-Netzteil überhaupt liefern kann und wenn mein Notebook da auch noch dranhängt, das geht einfach gar nicht. Ja, also hier nochmal mein Setup. Dieser Adapter und dieses PE4H heißt es, das ist die Generation, die ich gekauft habe, kostet zusammen ungefähr 90 Euro mit Zoll und Versand, also man zahlt halt die 20% Mehrwertsteuer. Genau. Dann die Grafikkarte, die kann man sich im Prinzip aussuchen. Ich habe jetzt eine GTX 660 genommen, weil die vom Preis-Leistungs-Verhältnis gerade gut war. Und man kann prinzipiell jede beliebige Karte benutzen, die Karten werden auch schneller, aber man hat halt nicht genau die Leistung, die man am Rechner hat. Zusätzlich habe ich noch ein Netzteil gekauft, das war das billigste Netzteil, was nicht von AC Power war, weil ich mit AC Power nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, was Explosionsresistenz angeht. Also da muss man vorsichtig sein. Wenn jemand Fragen hat, fragt einfach zu. Ja. Man braucht so eine PCI-Express-Card-Schnittstelle. Du brauchst eine Express-Card-Schnittstelle. Was auch geht, ist, wie gesagt, wenn du einen freien Mini-PCI-Express hast, kannst du den benutzen. Die Apple, sind hier Apple-User? Ja, gibt es Thunderbolt vielleicht auch schon irgendwas? Thunderbolt, genau. Thunderbolt ist eine ganz, ganz tolle Sache. Thunderbolt, da gibt es nämlich so Patente drauf. Patente? Nee. Also geht schon, aber lasse. Lass es ja. Also für Präsentationen ist okay, aber wenn du da wirklich mit rennen willst, kannst du kriegen. Zu Thunderbolt, also es gibt von dem Hersteller, von dem ich das jetzt habe, die arbeiten an Thunderbolt-Gehäusen, aber Thunderbolt ist wirklich ein ziemlich ekliger Standard. Thunderbolt ist ein, ich glaube, das sind 2 Lanes Generation 2, also bis zu 20 Gigabit. Das wäre schon ordentlich, eine ordentliche Anbindung. Die günstigsten Gehäuse, die ich für Thunderbolt gefunden habe, für Grafikkarten, kosten 350 Euro. Muss man sich überlegen. Zusätzlich braucht man auch ein Netzteil und die Grafikkarte logischerweise. Dann könnte man über Thunderbolt es auch anbinden. Thunderbolt ist ja auch nichts anderes als PCI Express in hübsch mit Displayboard drauf. Aber wie gesagt, von dem lustigen China-Hersteller habe ich da noch nichts gesehen. Die haben es wohl in der Pipeline, aber aufgrund von Patenten und anderen Schwierigkeiten ist es noch nicht so fertig. Thunderbolt ist sowieso ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, die Stecker, die Thunderbolt hat, das sind ja diese Mini-Displayboard-artigen Stecker. Die sind auch nicht gerade gegen Rausreißen sicher. Bin ungefähr genauso sicher wie diese Geschichte hier. Eigentlich will man da einen Lock haben, dass man das irgendwie festschrauben oder reindrehen kann oder so. Da habe ich auf dem Markt noch gar nichts gesehen, obwohl es mir eigentlich ganz lieb wäre, weil so wie das jetzt hier steht, ist es, naja. Es gibt sogar jetzt inzwischen fertiges Gehäuse von dem Hersteller für die ganze Geschichte. Das kostet 120 Euro oder so, für die Leute, die sich kein Gehäuse bauen wollen. Ich muss mir noch eins bauen, ich hatte jetzt aber Klausurenstress, deswegen war nichts drin. Gut. Was ich jetzt gerne machen würde, ist mal ein bisschen Demo zeigen, um zu zeigen, was man mit der Geschichte so machen kann. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, tut schon mal gut. Ja, so muss das aussehen. Nee. Wo ist denn mein Desktop? Also was ich jetzt gemacht habe, ist den internen Bildschirm abgeschaltet, um nicht noch den Link, der sowieso schon nicht so sonderlich schnell ist, durch das Zurückstreamen des Bildes zu berechnen. Das Bild wird nämlich unkomprimiert übertragen. Und mein Notebook hat 1600 mal 900 Pixel mal 24 Bit mal 60 Hertz. Das sind ungefähr 2 Gigabit. Das heißt, es wären noch 500 Megabit übrig für die Grafikkarte. Das passt natürlich auch. Also was ich jetzt hier mal machen kann, ist, ich stelle jetzt mal hier den, oder mache es erstmal mit der CPU, ich glaube, es steht schon mal mäßig auf CPU.
geht schon, wenn ich auf CPU schaue. Ja, also das ist jetzt normale CPU. Ich habe eine i5 mit 2 Kernen Hyperthreading zwischen 2,4 und 3,2 GHz. Ihr seht, das kann jetzt dauern. Ich habe hinterher auch noch eine Folie für Performance Comparison, aber das ist nicht, was man möchte. Das ist sehr langsam. Gleichzeitig, oh, ich hoffe, ich kann es abbrechen. Ja. Wenn man das Ganze dann live in Cycles betrachtet, sieht es so aus. Ja, das will man eigentlich, glaube ich, auch nicht. Also so richtig schnell ist das nicht. Ich habe selber keine Grafikkarte drin, also hier drin ist nur die ganz normale HD 3000, die natürlich kein Kühler unterstützt. Was ich jetzt mal machen kann ist, ich gehe jetzt mal hier auf System. Oh, das ist ja riesig. Ich glaube, das ist Kühler. Ja, das sieht gut aus. So, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe auf die GTX 660 gewechselt. Ja. Jetzt kalt auf Wetter. Und es rendert auch einfach irgendwie schneller. Ich hab jetzt noch mal eine Sache, wollte ich gerne noch ausprobieren, nämlich, ich weiß nicht, spielen Leute von euch? Wahrscheinlich schon, oder? Man will natürlich auch mit dem Notebook zocken. Deswegen machen wir mal Folgendes, während ich weiter erzähle. Ich habe hier den 3D Mark 11. Zumindest theoretisch, ja. Also meine HD 3000 kann gar kein 3D Mark 11, weil der DirectX 11 braucht und das hat meine Karte einfach gar nicht. Und ich wollte jetzt mal zeigen, wie schnell, also wie viele Frames man ungefähr noch erwarten kann, wenn man den irgendwann mal geladen hat. Schauen wir mal. Ja, ich möchte jetzt nicht upgraden. Genau, wir machen jetzt einfach mal diesen ganz normalen Performance-Test, nur Benchmark jetzt. Ein weiterer Punkt, warum eine externe Grafikkarte am Notebook sinnvoll sein kann, ist, meine Grafikkarte hat jetzt 4 Anschlüsse, die ich auch alle voll benutzen kann. Also ich kann 4 Monitore dranhängen. Zusätzlich kann ich noch den internen Monitor benutzen und ich habe ja auch noch am Notebook Grafikausgänge. Allerdings ist die Regel, dass man mit Nvidia-Karten maximal 4 Ausgänge gleichzeitig beschalten kann. Das ist einfach eine Regel von Nvidia. Oh. So mit den ATI-Karten kann man theoretisch Folgendes machen. Man kann eine Infinity-Karte nehmen, hier können bis zu 6 Bildschirme ansteuern und das am Notebook. Also 6 Bildschirme am Notebook ist schon ziemlich fancy. Und wir sehen auch die Frameraten hier unten. Das ist schon ganz ordentlich. Wir können ja mal schauen, wie viele Punkte am Ende rauskommen. Eine normale GTX 660 sollte normalerweise um die 10, also 9800 Punkte erzielen. Ich befürchte, aufgrund des schlechten Links dürften wir so bei 5.500 Punkten wahrscheinlich enden. Ja, das ist immer, wenn ein neuer Test startet. Je schneller der Link ist, desto besser wird auch die Punktzahl. Ein Kollege von mir hat 2 dieser Ausgänge geschaltet, jeweils mit einem PCI Express X2 Link. Und bei ihm liegt die Performance ungefähr bei 90% der Karte, die man so in seinem Rechner verbauen würde. Aber ihr seht, also die Frameraten sind für den DirectX 11 Test auch ganz ansehnlich. 24 bis 30 FPS. Das kann man noch machen. Ich lasse es jetzt einmal durchlaufen, um zu gucken, wie viele Punkte hinterher rauskommen. Was man noch sagen kann ist, ich habe diesen BMW-Benchmark durchlaufen lassen. Ich weiß nicht, kennt ihr jemand von euch? Cycle, BMW. Hast du eine Frage oder kennst du den? Ich kenne ihn. Super. da konnte ich gar keinen Unterschied feststellen zwischen der internen Grafikkarte und dieser Karte. Da habe ich gleich auch noch eine Folie zu. Ich hatte erst befürchtet, dass der Unterschied größer sein würde, weil Cycles, also ich wusste nicht, wie viel Daten Cycles auf die Karte schiebt. Aber offensichtlich ist es so, dass Cycles einfach am Anfang einmal hingeht, seinen ganzen Shit auf die Grafikkarte lädt und es dann einfach auf der Grafikkarte funktioniert. Das heißt, da kann ich auch mein internes Display einfach anlassen und ich merke den Unterschied nicht. Also war nicht merkbar. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe mit der neuen Version 2.6.8 gebenchmarkt, wobei die Werte, die ich hatte, von 2.6.7 waren. Also es kann sein, dass da bis zu 10%, 15% Unterschied war.
Ich habe es auch nochmal mit 2.6.1 probiert, da war ich aber auch sehr ähnlich an den Werten dran. Achso, eine Frage? Ich hätte eine Frage, ja. Also, man kann die Grafikkarte doch einfach nur zum Rendern nutzen. Also, du musst ja die Ausgabe der Grafikkarte gar nicht nutzen. Musst du nicht nutzen, nee. Also, das funktioniert einfach ganz ohne Anschließen. Das sieht ein bisschen optisch ein bisschen merkwürdig aus, wenn man so eine Grafik anstehen hat, ist einfach keine Anschlüsse dran. Okay, also, ich habe bei mir daheim halt so, ich habe einen normalen Desktop-PC und nutze halt die interne Grafikkarte, die da drin ist, und habe halt noch eine zusätzliche Grafikkarte gebaut, die ich aber halt nur zum Rendern nutze. Ja, genau. Also, das sind Sachen, die man damit ohne Probleme machen kann. Was man natürlich haben will, ist eigentlich ein vernünftiges Gehäuse, weil so wie es hier steht, wenn da jetzt einer gegenstößt, dann ist es einfach vorbei. Das ist nicht gut. Ich habe noch eine Frage. Und zwar haben wir die Erfahrung, die macht, dass 4 Grafikkarten gleichzeitig langsamer rendern als nur 2 vom selben Typ? Im Notebook? Oder in einem ganz normalen Rechner. Oh, das ist Thomas Sache. Also mit Cycles Performance Comparisons zwischen 2 und 4K. Ne? Ja, also eigentlich kommt es nur auf die richtige Teilanzahl an. Also wir können schon die Teils quasi, die Größe der Teils einstellen, die quasi pro Grafikkarte berechnet wird. Bei Grafikkarten nimmt man im Schnitt so also ungefähr 256 quasi, was die Teilanzahl angeht. Und ja, also eigentlich skaliert Cycles da wunderbar pro Karte. Also du kriegst da. Also es ist nicht ganz 100% drauf, aber so 90% pro Karte sollte auf jeden Fall gut mit skalieren. Also wir haben da schon Tests gemacht, teilweise auch mit 4-5 Karten. Kommt dann vielleicht auch auf die Karten und wir setzen unterschiedliche Karten, also nicht 4x3. Nee, 4 Teslas, okay. Ja gut, Teslas, ja, die müssen eigentlich schneller sein. Ja. War langsamer. Okay. Also eigentlich sollten sie schneller sein von der Performance her, was Nvidia sich ja auch gut bezahlen lässt bei den Karten. Aber den Fall hatten wir glaube ich auch schon. Also die Blender Foundation hat 2 Tesla-Karten bekommen, letztes Jahr zum Testen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Modell das genau war. Aber auf jeden Fall kam es da auch zu dem Ergebnis, dass die 2580-Karten, also ganz normal GTX Consumer-Marke quasi da auch schneller war. Woran das liegt, könnte sein, dass Cycles nicht für die Tesla-Karten genau optimiert ist, aber dass da einfach irgendwie andere Probleme dahinter stecken, kann ich jetzt nicht genau sagen. Also, wenn ihr mal selber testen wollt, wie schnell eure internen Grafikkarten bei diesem Blender-Cycles-Benchmark sind, dann könnt ihr einfach mal nach Blender-Cycles-Benchmark googeln. Da kommt ihr aufs Blender-Artist-Forum und da könnt ihr diesen BMW runterladen, einfach mal rendern. Und da gibt es ein Spreadsheet, wo man im Prinzip also ein Google-Spreadsheet, wo man seine Ergebnisse eintragen kann. Ganz oben stehen so Werte von 30 Sekunden oder so. Das sind dann die Nasen, die gesagt haben, oh, ich stelle jetzt mal die Teil-Size größer. Das ist einfach überhaupt nicht bringt, weil es ist ein Benchmark und der sollte schon überall gleich ausgeführt werden. Wenn ich jetzt meine Szene so lange optimiere, dass einfach nichts mehr dasteht, dann stand ich auch 5 Sekunden. Ja. Also ich hab mit der gerade jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Leute, wo ich gesagt habe, die Benchmark-Designs könnten realistisch sein, dann da komme ich auf jeden Fall ran. Ich glaube, der ist jetzt auch fertig, genau. Pro, also die Größe, also pro Karte ein Teil. Das heißt, hier hat 4 Karten schon 4-1. Ja, damit habe ich ungefähr, also das ist ungefähr das Ergebnis, mit dem ich gerechnet habe. Durch den stark begrenzten Link so sinkt die 3D-Leistung auf ungefähr die Hälfte der normalen Karte, was aber immer noch so ungefähr das 5-fache meiner internen Karte sein dürfte. Jetzt gehen wir nochmal kurz auf die Präsentation zurück. Genau. Also hier habe ich nochmal die Renderzeiten mit CUDA aufgetragen. Scheiße, da steht wieder nochmal. Hier, das ist unten meine CPU. Die braucht ungefähr sehr lange. Dann hier drüber, das ist eine ganz normale Consumer-Karte, so wie man sie wahrscheinlich in einem ganz normalen Notebook kriegen würde, wenn man jetzt zum Mediamarkt geht, sondern GT 640M. Das sind so die Standardkarten, die man so in den 500 bis 800 Euro Consumer-Notebooks kriegt. Da habe ich auch ein Benchmark-Design gefunden und es ist einfach, ja, das will man nicht. Dann, das ist meine eGPU, also die Kiste, die ich da jetzt dran habe, und das ist eine ganz normale GTX 660. Ihr merkt, die schenken sich eigentlich nichts. Deswegen, zum Rendern ist es einfach eine super Sache. Jetzt haben wir noch diese 3D-Mark-Geschichte hier. Hier ist wieder die ganz normale Consumer-Karte. Meine HD 3000 ist nicht aufgetragen, weil die einfach kein Level 11 hat. Hier ist eine GTX 765, das ist die Karte, die in dem Alienware Notebook drin war. Ihr seht, die schafft so ungefähr 4.050, 4.100 Punkte.
hier ist die Performance, diese Linie zeigt die Performance von einer GTX 650, die man so ganz normal kaufen könnte, wenn man sie in seinen internen Rechner steckt. Und meine eGPU lag jetzt auch ungefähr auf der Höhe hier, so ungefähr hier. Also ihr seht, die Leistung sinkt, aber man ist trotzdem noch erheblich schneller als so eine extrem teure Notebook-Grafikkarte. Gut. Wie spät haben wir eigentlich? Halbe. Haben wir noch Zeit? Wie lange habe ich? Halbe Stunde. Alter, verdammt. Oh, Zeit zu fragen. Da war ich aber schnell. Nee, also folgende Sachen kann ich ziehen. Groß sind, die Performance ist einfach erheblich schneller als alles, was man so kriegen kann. Wenn man eine richtig dicke Grafikkarte nimmt und den Link optimiert, dann kriegt man einfach Performance, die sich mit keiner Notebook-Grafikkarte erreichen lässt. Der Spaß ist erheblich günstiger, als wenn ich eine interne Grafikkarte für mein Notebook benutze. Das Notebook bleibt genauso portabel, wie es sonst ist. Das heißt, ich kann die Karte einfach abziehen und mit meiner internen Hardware weiterarbeiten. Die normalen, wenn ich jetzt so ein Alienware kaufe, die Akkulaufzeit leidet einfach enorm darunter, dass da so eine starke Karte drin ist. Ich kann viel mehr Monitore anschließen, ich kenne kein Notebook, was 6 Anschlüsse für Monitore hat. Und die Karte ist austauschbar. Das heißt, ich kann, wenn ich will, die Karte einfach tauschen später und muss dann nur die Karte tauschen und nicht gleich mein ganzes Notebook. Konz ist, die Grafikkarte an sich ist nicht besonders portabel, außer man baut sich ein dickes Gehäuse, man braucht einen zweiten Stromanschluss. Es lohnt sich eigentlich nur dann, wenn man ordentlich starke Karten verwendet. Wenn ich dieselbe Performance wie in einem normalen Notebook haben will, dann kann ich auch einfach ein Notebook kaufen und die Karte weglassen. Die Karten verlieren an Performance, das habe ich ja gerade schon gezeigt. Und ein Punkt, mit dem ich mich noch rumgeschlagen habe, ist die Linux-Unterstützung. Unter Windows ist es so, ich kann die Karte in Betrieb rein und rausstecken. Das ist einfach Hot-Plugin. Das funktioniert einfach. Unter Linux nicht. Unter Linux? Erstmal kommt Linux mal überhaupt gar nicht damit klar, dass ich da zwei Grafiktreiber gleichzeitig geladen haben will. Also, das ist völlig möglich. Zweites Problem ist, Nvidia braucht noch eine xorg.conf, während Intel-Treiber keine xorg.conf haben wollen. Dann gibt es ein System, das nennt sich Bumblebee, das wurde mal ursprünglich dafür entwickelt, diese Nvidia Optimus-Karten, die vielleicht noch perfekt mit den kleinen Schiebeschaltern im Notebook, wo man zwischen interner Karte und Nvidia-Karte umschalten konnte, zu unterstützen. Es gibt wohl Leute, habe ich gelesen, die das damit zum Laufen gebracht haben. Ich gehöre da nicht dazu. Das Einzige, was ich mal hingekriegt habe, war, dass entweder die Nvidia-Karte läuft oder die Intel-Karte. Aber ich habe es nicht hingekriegt, dass ich ein System hatte, was mit beiden Karten stabil funktioniert. Wenn ich den Nvidia-Treiber geladen habe, dann musste ich immer die Nvidia-Karte angeschlossen haben. Ansonsten ist mein Notebook auf den Standard-Weser-Treiber zurückgefallen und ich hatte einfach 640x480 und geht einfach gar nicht. Oder ich habe es halt geschafft, dass ich die Intel-Karte am Laufen hatte, aber dann hatte die Nvidia-Karte einfach hart ignoriert. Also dann war ihm das einfach total egal. Ich werde versuchen, das noch zu fixen, ich glaube aber nicht, dass ich da noch viel Fortschritt erzielen werde. Deswegen ist zu sagen, das Ganze ist eigentlich nur dann interessant, wenn man Windows benutzt. Zumindest wenn man es einfach haben will und nicht groß rumdrückeln will. Weil unter Windows ist wirklich, installiert einfach den Nvidia Grafikkartentreiber und man schiebt diese Karte da rein, der sagt, oh cool, Grafikkarte, die benutze ich doch. Und das ist wirklich Plug and Play. Vielleicht eine Sache, die man sich noch merken sollte, ist, wenn man die Grafikkarte reintut, während das Notebook nicht an ist und dann auf den Anschalter drückt, dann wird das Notebook erstmal sofort wieder ausgehen. Da habe ich erst gedacht, ui, das ist aber nicht so gut. Der Punkt ist folgender, diese Lenovo BIOS, also ich habe jetzt ein Lenovo ThinkPad hier, die hatten eine Zeit lang mal Probleme mit dem Grafikkartenrahmen. Das heißt, die haben es nicht unterstützt, mehr als 4 GB kombinierten RAM zu benutzen. Also 4 GB RAM plus den Grafikkartenrahmen. Wenn jetzt 6 GB, der konnte aber nur 4. Nach einem Update wurde das behoben, dafür haben sie den Fehler eingebaut, dass wenn ein neues PCI Express-Gerät erkannt wird, das Notebook sich erstmal abschaltet. Man kann es danach aber einfach wieder anmachen und dann funktioniert es auch. In letzter Zeit hatte ich häufiger den Fehler, dass mein Notebook ohne die Karte nicht mehr startet, Akku raus, Akku rein, dann tut es wieder. Das sind so die kleinen Seiteneffekte, aber ich bin eigentlich erstaunt, wie gut dieses Zeug funktioniert, weil es ist schon ein bisschen eine abenteuerliche Konstruktion und es kommt aus China. Und die Lieferzeit war erstaunlich gering. Also ich habe, ich glaube, nur anderthalb Wochen ungefähr gewartet und dann war es raus von hier. Zoll? Zoll gebraucht. Aber wie gesagt, das Ding kostet umgerechnet 60 Euro ungefähr mit allem, also mit Kabel, mit diesem Überbrücker für den ATX-Hauptschalter. Und dann habe ich halt auch Zoll bezahlt und Versand nochmal 10er oder so. Zahlen kann man via PayPal oder Kreditkarte. PayPal ist. Also Kreditkarte, weiß ich nicht, ob die meine Kreditkartendaten haben müssen.
Aber wie gesagt, ich habe jetzt schon mehreren Leuten dieses Ding empfohlen und die sind eigentlich alle ziemlich glücklich damit. Manche haben es auch einfach zu Hause stehen, im Gehäuse eingebaut und ihren ganzen Monitor da dran hängen und wenn sie halt nach Hause kommen, dann schieben sie einfach das Ding in den Notebook und haben dann Multiview. Gut. Hat noch jemand Fragen? Sonst würde ich jetzt noch ein bisschen mit dem Ding einfach spielen. Also, ja, okay. Alles klar. Dann machen wir Folgendes. Also ich kann mal Folgendes machen. Können wir hier oben auf die... Also diesen Benchmark, wenn ihr den mal fahren wollt, könnt ihr auch gerne jetzt machen. Den findet ihr hier. Einfach hier. Benchmark. Also wenn das da jemand machen will. Julian hat es gerade auf seinem Rockstation Notebook ausprobiert. Wie lange hast du gebraucht mit der Karte? 5,15. Ja, also die Karte braucht 1,30. Und Julias Notebook ist jetzt nicht so super langsam eigentlich. Das ist aber auch nicht so super schnell. Ja. Also das entspricht mir GTX 580. Ja, mein Browser reagiert einfach gerade nicht. Ja, das ist gut. Also ihr seht, die Chrome benutzt ja OpenGL, um die Sachen flüssig auf dem Bildschirm zu rendern. Und wenn man die Grafikkarte wechselt, dann passiert hier sowas. Das heißt, es stirbt einfach. Das weiß ich hier, das ist ein Fehler vom Beamer, das hat nichts mit der Grafikkarte zu tun. Ja, ich hoffe, dass das tut noch. Ansonsten einfach Blender Cycle Benchmark eingeben. Auf der Seite könnt ihr diese BMW-Testdatei runterladen. Dieses Ding hier. Und dann könnt ihr mal selber ausprobieren. Einfach auf GPU stellen und mal ausprobieren, wie lange ihr braucht. Wie gesagt, 1,30 braucht die Karte. Julians Notebook braucht 5 Minuten ungefähr. Ich habe bei Polaris, hat ein Retina MacBook. Der braucht 2 Minuten 30 auf seiner Grafikkarte. Das ist eine GT 650, glaube ich. Und 3 Minuten 30 auf seinem Quad-Core i7, der da drin ist. Also die Performance ist schon ganz ansehnlich. Gut, wenn ihr wollt, könnt ihr nach vorne kommen und die Kiste einmal angucken.